Ah, okay. Okay, Verstärkungen hängen an mir wie Gestank an einem Affen. Schön, gut zu wissen. nette Umschreibung, aber ignorieren Wurf geschafft. Ich ignoriere euch. Könnt ihr mich nicht auch ignorieren? Dich ignoriere ich nicht, du bist Lebensenergie. Danke. Dann sehen wir gleich auch einen neuen Gegner, nämlich einen Sorak, glaube ich, heißen die Dinger. Davon läuft er übrigens. Sonak. Ah, nicht Sorak, sondern Sonak. Das ist ja auch fast das Gleiche. Der beste Opernsänger aller Zeiten. Wow, ich habe versucht zu fliegen. Danke. Aber die Frau ist zu schwer. Ja, also. Oh, verdammt. Das läuft gerade nicht gut. Ich muss hier weg. Wenn ich jetzt gleich drauf gehe, weiß ich warum. Das ist alles die Schuld von der Frau. Wäre die nicht so schwer, dann würde es mir wunderbar gehen. Aber nee. Ich komme ja kaum von der Stelle. Und Tell ruft. Ah, feeling refreshed and ready to go. Also er ist erfrischt und bereit loszulegen. Und ich muss irgendwie gucken, dass ich lebend zu dem Smarty-Laden komme. Das Schöne an Smarty-Läden ist, man kann zwar angegriffen werden, während man an so einem Ding steht, aber man wird auch automatisch geheilt. Man kann maximal 500 Einheiten Lebensenergie regenerieren. So ein volles Herz ist quasi 100 Einheiten. Und solange ich im Laden bin, sozusagen, eigentlich steht man nur an der Tür, aber solange ich im Laden bin, regeneriert das eben permanent meine Lebensenergie. Das heißt, man stirbt nicht so leicht, wenn man versucht, sich dort mit neuem Zeug einzudecken. Und das ist schön und gut und toll und wundervoll und überhaupt. Und das war auch schön, gut und toll. Ist da noch einer? Nee. Okay. Hab wohl den Stein für einen Ripper gehalten. Bitte hier von. Oh. Keine 500 Einheiten, nur 100. Aber ihr seht's, mein Herz füllt sich auf. Und damit bin ich erstmal nochmal gut bedient. Waffen sind auch voll. Eine Spritze habe ich auch für den Notfall. Ist doch alles super. Jetzt könnt ihr kommen, ihr blöden Ripper. Mal gucken, wer hier wen rippt. Ja, genau. Right between the eyes. So sehe ich das auch. Ja, herrliche Cutscenes und so. Ich finde es übrigens sehr schön, wie sie dieses nicht mal blaue, sondern einfach nur blutunterlaufene Auge hat. Das ist ganz toll. Und das ist auch so eine Stelle, wo das Spiel wirklich an einen richtig trashigen, ultra-trashigen Trash-Film erinnert. Weil wir wissen jetzt, oder wir könnten annehmen, die hat dieses blutunterlaufene Auge und die extrem dicken Lippen, weil sie die ganze Zeit von diesem Reaper zusammengeschlagen wurde. Ja, das wäre eine. Verdammt. Das wäre eine logische Überlegung. Also glaubhaft, ne? Die wird die ganze Zeit verprügelt da drin von dem Kerl. Deshalb hat sie rote Augen und dicke Lippen. Sag mal, was ist bitte mein Problem? Ich komme da nicht hoch. Das kann doch nicht sein. Wie unfähig kann und darf man eigentlich sein? Okay, diesmal aber. Und jetzt ab da hoch. Verdammt, ich hätte einfach links rumlaufen können. Das wäre auch okay gewesen. Naja. Wäre die blöde Frau mal nicht so schwer, wäre es auch gar kein Problem gewesen. Dann wäre ich problemlos auf dem Berg gelandet, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber nee, die Alte wiegt ja eine halbe Tonne. Nimm mal ein bisschen ab, Frau. Und wo wir gerade beim Thema sind, kümmere dich mal um deinen Mann, der ist total vernachlässigt, die arme Sau. Ich bin wieder da. Oh, ich hab dich so vermisst. Danke, dass Sie mich zurückgebracht haben. Ich verhungere. Tut mir leid. Wir suchen einen Freund. Ja, ich habe Ihren Freund gesehen. Ich habe gerade Kartoffeln gesammelt. Da stand er auf einmal da. Er nahm mich auf und badete mich im Fluss. Wir verbrachten den ganzen Tag gemeinsam im Gebüsch. Doch dann kamen sie. Halt, stopp! Sie rissen mich aus meinem Glück und brachten mich zur bösen Königin Sappho. Das ist das hässliche kleine Biest, meine Königin. Verpasst ihr eine kräftige Tracht, Prügel. Sein Name war Retsch. Was für ein Mann. Und so hübsch. So was wird mir nie wieder Schatz, geh passieren. jetzt endlich kochen! Ja, das war eindeutig Retsch.
Bitte, Sie müssen Reggie finden. Großvater Bojoisi hat ein Boot. Fahren Sie damit zu dem Gefängnis, wo er sitzt. Jimmy, sei ein guter Junge und zeig ihm den Weg. Jimmy? Wo kann er nur sein? Beeilen Sie sich. Ich kann meine Gefühle für Reggie kaum unterdrücken. Ich komme, mein Liebster. Endlich. Und Sie hören endlich auf zu faulenzen. Befreien Sie High Village. Das Dorf wurde schon wieder von Zaffos Leuten erobert. Verdammt, es liegt viel zu hoch. Außerdem müssen wir diesen Bojoisi finden. Hey, sagen Sie Ihrem Affen, er soll nicht mehr heulen. Dafür ist doch das hier da. Das ist ein Nitro von Timmy für Ihre Jetpacks. Los jetzt, Bewegung. Das Dorf kann sich wohl kaum selbst befreien. Ich sorg schon dafür, dass Bojoisi Sie erwartet. Hey, wissen Sie was? Nun haut ab, sonst hetze ich die Hunde auf euch. Hunger! Es ist so schön. Missionsziele. Ja, reinige das investierte... ach, leck mich doch. High Village halt, genau. Und das heißt, wir müssen alle Ripper-Brutstätten, Baracken oder was auch immer killen. Oder alle Ripper-Husks. Ich weiß nicht, was ein Husk ist. Also von daher, keine Ahnung. Und wir haben den Nitro, genau. Ja, schön. The Husk will keep spitting out Rippers. Ah, also sind die Husks die Baracken. Okay, das ist gut zu wissen. Schön, hätten wir das auch gelernt. Alles klar, alles klar. Oh, da ist sogar noch Lebensenergie von dem Vieh, das wir eben totgeschossen haben. Yeah, das ist toll. Jetzt haben wir nämlich, ihr seht diesen leeren Punkt neben meiner Jetpack-Anzeige. Der war schon die ganze Zeit da. Aber, sobald ich lande und eine bestimmte Zeit vorbei ist, wird der wieder weiß. Das heißt, der ist jetzt ausgefüllt. Das ist der Nitro. Wenn ich jetzt also hingehe und, ja, wenn ich einfach mein Jetpack zünde, seht ihr, ich brauche eine Zeit lang, um vom Boden abzuheben. Wenn ich das, abzuheben, Entschuldigung. Wenn ich aber das Jetpack zünde und direkt danach den Nitro, habe ich einen viel stärkeren Schub. Das heißt, ich kann jetzt höher und weiter fliegen, indem ich einfach rechtzeitig den Nitro zünde. Im Prinzip am besten in dem Moment, wo ich losfliegen will. Und dann komme ich damit eben ziemlich weit. Ihr seht es ja. Ja, und deshalb ist der Nitro extrem geil und toll und wundervoll. Und wir kriegen noch mehr Upgrades für das Jetpack, um genau zu sein. Ein Upgrade für das Jetpack und das heißt zufälligerweise Upgrade. Aber ja, es ist toll, dass wir das kriegen, weil ihr seht ja, ich kann jetzt schon nur mit diesem Nitro viel weiter kommen als vorher. Das ist einfach unglaublich hilfreich und macht unheimlich viel Spaß, immer noch. Ich mag dieses Jetpack, ja. Ich habe vielleicht niedrige Ansprüche, aber mir gefällt sowas. Nö. Einziger Nachteil vom Nitro ist, er füllt sich immer erst dann wieder auf, wenn wir mit den Füßen den Boden berühren. Das heißt, selbst wenn ihr lange in der Luft wäret, dass er sich wieder auffüllen könnte, wird er das nicht tun, solange er nicht irgendwann den Boden berührt. Aber das ist jetzt eher ein geringeres Problem. Und wo wir gerade bei geringeren Problemen sind, kommen wir doch zu geringeren Unannehmlichkeiten. Im Prinzip könnte ich das ganze Spiel damit verbringen, einfach nur zu erklären, wie was funktioniert und was in den Cutscenes passiert ist. Weil die Cutscenes sind einfach nur zu geil. Also diese geringeren Unannehmlichkeiten, von denen ich gerade spreche, das sind jetzt nicht die Cutscenes, sondern das, was in den Cutscenes scheinbar gezeigt wird. Also stellen wir uns diese Situation bitte gerade nochmal vor, ne? Die Frau ist irgendwie einem Kumpel von uns begegnet, okay, hat mit dem weiß der Geier was im Gebüsch angestellt. Wir wollen darauf nicht näher eingehen, okay. Und irgendwann kommen die Reaper vorbei und nehmen sie gefangen und schlagen sie tagelang zusammen oder so. Und das nimmt die mit, als wäre es gar nichts. Das ist ja so völlig egal. Die kommt nach Hause und sagt, hallo Liebling, ich bin wieder da. Als wäre nichts gewesen. Ich finde das so schön. Das ist wirklich eine geringere Unannehmlichkeit. Wirklich, mehr ist es nicht. Genauso wie der Mann halt sagt, oh verdammt, meine Frau hat immer alles für mich gekocht. Achso, die ist ja entführt worden, so ein Scheiß. Eine geringere Unannehmlichkeit. Ja, das ist toll. Und ja, ich sag jetzt mal nicht so viel mehr dazu, aber kann man verstehen, warum ich dieses Spiel so unglaublich mag? Ich finde diesen Humor einfach so toll. Dass den Leuten alles so scheinbar so gleichgültig ist, dass sie so Blödsinn labern und Blödsinn machen und überhaupt. Es ist einfach toll. Es ist völlig, völlig doof, ja. Doof auf gute Art und Weise. Das ist genau mein Humor. Ja, gut, wunderbar. Amüsieren wir uns noch ein bisschen mit den Rippern hier. Habe ich jetzt eigentlich alle Husks erledigt oder muss ich noch ein paar finden? Wahrscheinlich muss ich noch welche finden, aber
Das finden wir dann raus, ne? Würdet ihr mich bitte nicht zerfleischen, das wäre mir sehr recht. Also ihr seht schon, das Maschinengewehr ist gar nicht so schlecht, aber auch gar nicht mal so gut. Ist da noch was? Ja, da ist nichts. Wow! Da sind offenbar nur ein paar Ripper. Ein paar große Ripper. Wie konnte ich die nur übersehen? Da hinten müsst ihr. Man kann übrigens alles hier kaputt schießen, ne? Das sollte man dem Spiel vielleicht auch mal zugute halten. Völlig zerstörbare Umgebung. Also mal abgesehen vom Boden vielleicht. Hat alles eine Lebensanzeige. Egal, ob das ein Baum ist, ein Gebäude oder sonst irgendwas. Man kann es zerlegen. Und sie haben auch begrenzt Schadensmodelle. Man sieht es ja, ne? Also, es verändert sich minimal, wenn man es kaputt schießt. Ach, da bist du. Ups. Da muss irgendwo ein Nest sein, würde ich mal so sagen. Sonst wären da nicht so viele schon wieder. Right between the eyes. Ja, du hast es voll drauf. Tell. Ach, da ist ja die Kaserne. Gut zu wissen. Gib mir mal das Maschinengewehr. Wenn Tell mir hilft, dann geht das auch ein bisschen schneller. Oh! Und damit ist die Mission schon wieder erfolgreich. Das ging natürlich auch verdammt schnell. Und man hört immer noch das Maschinengewehr. Faszinierend. Ja, also so 100% bugfrei ist das Spiel halt auch nicht, aber das sei ihm verziehen. Okay, Missionsziele. Finde den alten Opa Bojoisi, der dir helfen kann, zu dem Gefängnis zu kommen, wo ich nach Ratch suchen soll. Tun wir das doch. Schön, und da hört auch schon die Ballerei auf, oder das Ballereigeräusch. Welche Richtung? Ich bin hier und ich soll hier hin. Und es wäre naheliegend, dann die erste Aufnahmesitzung an der Stelle zu beenden, also sobald ich bei Bojoisi bin, weil wir sind ja schon quasi in Kapitel 1, Akt 2 oder so, oder keine Ahnung, wie man es nennen will. Ja, das wäre dann halt... Oh, verdammt, ich habe jetzt nicht wirklich geguckt, wo ich hin muss. Mehr links rum. So rum? Nee, das ist zu weit. So rum. Hunger in den Codpiece-Bergen, genau. Also, das erste Kapitel, wie hieß das eigentlich? Ein Junge namens Timmy oder so? Und jetzt fanden wir Hunger in den Codpiece-Bergen und... Ja, dann käme im Prinzip schon wieder ein neuer Abschnitt vom Spiel und den lassen wir dann mal erstmal noch offen. Das heißt, erstmal noch Bojoisi finden und dann erstmal Feierabend machen für heute, aber das ist keine große Sache. Und ihr seht schon, verdammt große Umgebung, ne? Und, ah, das ist zu weit weg, deshalb wird es so schwarz angezeigt. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen komisch vom Licht her. Aber man hat halt wirklich eine riesige Welt, ne? Also eine riesige Umgebung. Klar, es ist jetzt hier nicht mehr viel los. Da unten ist kein Mensch mehr, obwohl das eine Festung von den Reapern ist. Aber wen interessiert es schon, weil es liegt ja eh nicht auf meinem Missionsweg. Und es ist relativ, naja, abwechslungsreich Design, kann man nicht mal wirklich sagen, aber man erkennt, wo was ist. Man kann die Gegend voneinander unterscheiden. Also es sieht nicht ein Berg aus wie der andere, sondern es sieht nur jeder zweite Berg aus wie jeder zweite andere Berg. So, die Gegner ignorieren wir mal, weil wir können es schon sehen da unten. Wo ist er denn? Autsch. Verdammt, habt ihr Timmy gesehen? Er sollte längst hier sein. Ich wette, der Junge hat sich mal wieder kidnappen lassen. Keine Ahnung. Hören Sie zu. Wir müssen unbedingt zum Reaper-Gefängnis. Ein Freund von... Hi! Zu dem Gefängnis bringen die bestimmt gerade meinen armen Enkel. Ja, Mr. Bojoisi. Wir brauchen ein Floß. Verdammt. Ich habe ein Floß. Aber ich werde Hilfe brauchen, wenn... Hey, Kumpels! Würde es euch was ausmachen, mir zu helfen, Timmy zu retten? Ich bin nur ein alter Mann und mein Sack hat Falten. Aber klar helfen wir ihnen. Gut, wir brauchen viele hiervon. Was? Sind das nicht unsere Granaten? Frische Sprengkartoffeln. Ich habe erst gestern begonnen, sie zu züchten. Der alte Lügner. Verdammt, nicht schon wieder. Ach, komm schon, auf zum Floß. Timmy ist in Gefahr. Oh, toll, das war's. Werd nicht unverschämt, Bengel. Ich habe dieses Floß eigenhändig gebaut. Und ich sage euch, ihr findet kein besseres. Ja, vermutlich finden wir auch kein anderes. Und damit wären wir in Kapitel 3. Das Dick Whittington Gefängnis. Aber das gucken wir uns jetzt gar nicht an. Keine Spoiler und so. Genau. Quit to menu.
Wie gesagt, also an der Stelle machen wir für heute erstmal eine Unterbrechung. Beim nächsten Mal geht's dann am Dick Whittington Gefängnis weiter mit dieser Cutscene, die ich jetzt gerade weggeklickt habe. Und ja, ich freue mich schon drauf wie ein Schnitzel, weil geiles Spiel, furchtbar unterhaltsam und ich hoffe, euch gefällt's auch. Es ist einfach nur schön. Also ich hoffe, ihr könnt euch damit genauso amüsieren wie ich, weil ich kenne das Spiel seit 10 Jahren und ich liebe es einfach. Aber okay, genug dazu. Also, das war Giant Citizen Kabuto für heute und ich war euer Nixon und sage euch ciao Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal.